Moin Leute, ich denke, es ist doch mal an der Zeit, dass ich meinen Perfektionismus ablege und einfach Videos mache. Diejenigen von euch, die mich noch verfolgen, haben ja bestimmt schon gemerkt, dass ein halbes Jahr eigentlich Stille um mich war. Das hatte jetzt viele Gründe, aber ein grundlegender war einfach, dass ich zu sehr darauf fixiert war, möglichst perfekte Videos zu machen. Folge davon war, dass einfach gar nichts kam. Rückblickend schon so ein bisschen sad. Aber mir schwirren immer noch so viele Ideen im Kopf rum, die ich gerne verwirklichen möchte, deshalb ja jetzt auch endlich mal dieses Video. Ich würde euch gerne an meinen Überlegungen teilhaben lassen und deshalb möchte ich, dass auch du deine Meinung in die Kommentare dazu schreibst. Natürlich werde ich nur Videos machen, auf die ich auch selber Lust habe. Aber zurzeit gibt es einfach so viele Sachen, auf die ich Bock habe. Ich habe Bock, mit euch über die unterschiedlichsten Themen zu diskutieren und zu reden. Das kann was Allgemeines sein, wie unser Schulsystem, Mobbing, psychische Krankheiten, was den einen oder anderen betreffen könnte. Aber auch über aktuelle Sachen, wie den Pokémon Go Hype oder das Gerücht von Marina Joyce. Ich bin beispielsweise auch am Überlegen, ob ich euch nochmal eine Theorie zu dem Finale von Don't Hug Me I'm Scared raushauen soll. Nach Möglichkeit will ich euch aber einen Mehrwert bieten. Ich möchte auch vielleicht Ratschläge, Tipps, Real-Life-Stories, keine Ahnung machen, irgendwas aus meinem Leben erzählen. Mir fehlt halt so die Idee, wie man daraus so ein gängiges Format machen kann. Was ganz anderes wären Lifestyle- oder Fashion-Videos. Wollte meine Seele immer schon mal an die Modeindustrie verkaufen, das wäre eigentlich der perfekte Zeitpunkt dafür. Aber auch sowas wie meine Roomtour, What's on my iPhone oder sogar Vlogs. Es wäre halt schön, wenn man irgendwie so einen Überbegriff für die jeweiligen Ideen finden könnte. Ich werde aber auch definitiv weiterhin meine Videos versuchen aufwendig zu gestalten, damit ich mir auch schön das Hipster-Image aufbauen kann, ne? Ihr werdet zum Beispiel niemals erleben, dass ich vor der Kamera stehe und labere. Ich zeige mich gerne vor der Kamera, ich nehme auch gerne Audios auf. Aber einfach vor die Kamera stellen und irgendwas machen oder erzählen, ist mir zu oldschool. Abgesehen davon komme ich mir auch immer im Stück derbe behindert vor. Also lassen Sie das. Also Leute, schreibt mir gerne in die Comments, worauf ihr Bock habt und wie man das vielleicht am besten zusammenfasst, keine Ahnung. Noch ist ja eine ganz entspannte Zuschauermenge und ich hoffe, es bleibt auch erstmal so. Ich wünsche euch was. Ciao Leute.